Im Jahre 2021 brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzten die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten den unterirdischen Anlagen fliehen. The End Zone. 150 Jahre später wagte sich die Menschheit wieder an die Oberfläche. Unter deinem Kommando. In einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen musst du deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis stellen. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Endzone A World Apart. Ich bin der Zuvarok und ich freue mich wahnsinnig drauf, dieses Spiel zu spielen. Nochmal vielen Dank an Rucho für den Tipp. Das Spiel wäre fast an mir vorbeigegangen. Oh mein Gott. Was passiert hier? Die Welt wurde nach einem terroristischen Angriff auf Atomkraftwerke sozusagen verstrahlt, nicht? Atomtechnisch verseucht. Wir haben uns in Atomschutzbunkern 150 Jahre versteckt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal auf die Mutter Erde wieder zurückzukommen, auf die Oberfläche zurückkommen und das Land wieder bewohnbar bewirtschaften wollen. Ob uns das gelingen wird, ich bin gespannt. Nicht? Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Wie gesagt, ist noch die Closed-Beta-Version das hier. Nicht? Es können noch Bugs vorkommen, es können noch Fehler vorkommen, es können Abstürze vorkommen und so weiter. Und es sind vielleicht auch noch nicht alle Sachen im Spiel enthalten. Das kommt später auch noch dazu. Und was wollte ich noch sagen? Mensch, es ähnelt so ein bisschen wie Banished. Also wie ich so die ersten Screenshots gesehen habe, ist so ein bisschen wie Banished, kommt mir das vor. Halt eben jetzt in der Apokalypse, ja? So, ich kenne das Spiel noch gar nicht, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich bin noch komplett neu und, ne? Aber jetzt will ich mal anfangen. Hier, pass mal auf. Wir machen die Einführung. Wir spielen die Einführung und wollen mal sehen, was uns da erwartet. So, ich starte einfach mal, nicht lange schnacken. Jetzt nehme ich dann gleich Vollgas voraus. Das Bild, das sagt uns schon mal eine ganze Menge. Also ich glaube, hier sollten wir nicht wohnen. Auch, glaube ich, nach 150 Jahren nicht. Ich glaube, das wird noch ein paar Millionen Jahre dauern, bis das hier alles schicko ist, dass wir ohne Plastikanzug hier durch die Gegend laufen können. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was uns erwartet. So, ein neuer Anfang. Hier sieht es nach einem guten Ort zum Siedeln aus. Ihr wisst, was wir in der Endzone gelernt haben. Am wichtigsten sind die Grundbedürfnisse. Wir müssen eine Wasser- und Nahrungsversorgung aufbauen und danach... Zup, wir machen auf Pause. Hier ist Pause, da, zack. Und danach... Ja, danach sehen wir weiter, was denn passiert. Mal gucken hier, ne? So, wir haben hier Aufgaben. Wir müssen mal kurz ein bisschen orientieren, was man hier so, wie gesagt, ist mein allererstes Mal. Hier haben wir sicherlich unsere Übersichtskarte, nicht? Unsere Welt oder unsere Map sozusagen, ja. Was haben wir hier noch? Baue eine funktionierende Wasserversorgung auf. Weise Siedler der Profession Baumeister zu. Okay, und Zisterne errichten. Was haben wir noch? Weise Siedler der Profession Wasserträger zu. Okay, und Holzsteg errichten. Alles klar. Mal schauen, wie wir das hinkriegen hier. Das ist sozusagen unser Startbereich. Unser Buswrack. Okay, also viel rumfahren wir das Ding nicht. Oh mein Gott, wie weit können wir da rauszoomen? Das ist ja... Oh mein Gott, da muss ich mir erstmal hier... Ne, erstmal muss... Ey, da wollte ich erstmal hier mit zurechtkommen. So... Ich hoffe, dass das läuft alles so flüssig, wie ich das mir vorstelle. So, unser Busfrag ist es da. Das können wir bauen, reparieren. Bauen und reparieren können wir das. Alles klaro. Was haben wir denn hier noch? Halstuch. Was ist das hier? Aktivkohlemaske. Ich glaube, sowas brauchen wir auch noch. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht drum rum. Das ist unsere Map. Sozusagen. Ach, das ist der Himmel doch mal. Aber man kann es schön bewegen. Das ist schon mal. Und hier sind unsere Leutchen. Da haben wir die Levy. Ach, die hat schon eine Maske auf. Okay, haben sie alle. Okay. Gaspard. Zuversicht. Was hat er hier denn? Siedler verfügt über Essen. Plus ein Zuversicht. Okay. Über Wasser hat er auch. Alles klar. Erstmal einigermaßen glücklich. Oh mein Gott. Und hier haben wir die Wettervorhersage. Was haben wir hier denn? Bodenstrahlung. Klicke, um die Bodenstrahlung anzuzeigen. Ach du großer Himmel. Okay, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Nee, das ist, würde ich sagen, negativ. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie das sich verhält hier. Wie gesagt, ist das allererste Mal, dass wir reingucken. Was haben wir hier? Wetter- und Tagestemperaturen. Tag, schwach, kontaminierter Regen. Auch das noch.
Ach du Himmel nochmal. So, was müssen wir machen? Was ist hier oben? Ach, das können wir wegklicken. Aufgaben, was haben wir noch? Mitteilungen, Spielprotokolle und Überlebenshandbuch. Überlebenshandbuch. Ach du großer Himmel. Okay, Holz sammeln, wie die Sachen funktionieren. Großartig. So, wie sollen wir das machen? Was sollen wir denn jetzt hier machen? Was haben wir denn hier denn? Fachkräfte. Siedler, Baumeister. Wir müssen erstmal einen Baumeister zu, ne? Baumeister zuordnen. So. Wir haben einen Baumeister zuordnen. Super. So, Zisterne. Wir sollen eine Zisterne errichten. Wenn man wüsste, wo es geht, wie man es macht. Zisterne errichten. Wo ist denn hier bauen? Was ist das hier? Ressourcen. Was ist das hier? Statistiken. Das müsste bauen sein, ne? Höchstwahrscheinlich. Aha. Da sind wir der Sache schon ziemlich dicht hier dran, ne? Zisterne. Wir brauchen eine Zisterne auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wohin, ne? Oder wie dreht man das Teil denn? Oh, coole Nummer. Alles klar. Das Grüne ist sicherlich vorne. Ich würde mal sagen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hier Richtung Wasser müsste das schon gar nicht mal. Wäre das, glaube ich, nicht verkehrt, ne? Warte mal. So. Darf nicht im Wasser. Okay, das ist ja nur eine Zisterne. Was haben wir denn noch? Zisterne errichten. Ach so, ja gut, das werden wir mal ganz gekonnt hier so hinbauen. So, die Zisterne ist da gemacht. Die fangen sofort an zu bauen, das Teil. Mhm. Das ist großartig. Was haben wir noch? Weise Siedler der professionellen... Okay, ein Holzsteg muss man auch noch richten. Holzsteg, ach du großer Himmel. Wir müssen das mal drehen vielleicht. Wo ist denn vorne bei dem Teil? Das ist ja großartig. Wieso kann man das nicht bauen? Ach, muss das andersrum? Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay. Bauen wir da nochmal ein Holzsteg hin. So. Okay, die fangen an zu bauen. Wie die Wahnsinnigen. Jetzt brauchen wir doch einen Wasserträger. Einen Wasserträger. Ne, drei, ne? Drei Stück. Okay. So, drei Wasserträger haben wir. Der Holzsteg wird errichtet. Was haben wir denn noch hier? Wasser produzieren. 1 von 100. Alles klar. Kriegen wir hin. Das wird schon klappen. Also, ne? So. Lassen wir das mal bauen. Ich weiß gar nicht, was wir noch bauen können. Holzsteg. Wasser ist das hier. Regenwasserspeicher. Wassersilo. Brunnen. Bewässerungsanlage. Das brauchen wir später garantiert für unsere Pflanzen und so ein Krams. Nahrung, Aufbaufeld, Plantage. Was haben wir hier denn? Plantage. Eine Plantage liefert Nahrung wie Früchte und Nüsse von Bäumen. Eine Plantage kann ohne Baukosten angelegt werden, braucht aber Zeit, um die Bäume... Ja, das ist klar. Brauchen die Zeit zum Wachsen. So, eine Fischerhütte, auch nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie verdorben sind die Fische? Also, ne? So, was habe ich hier noch? Ja, eine Jagdhütte. Wilde Tiere habe ich noch gar nicht gesehen, aber das kann ja auch noch sein, dass es später kommt. Was haben wir hier? Sammlerhütte. Wilde... Was ist hier? Was ist los? Gewässer ist da. Ich wollte gerade sagen. Okay, die sind am Arbeiten. Ach, jetzt rennen die los, holen Wasser. Da laufen sie los, holen Wasser. Ey, coole Nummer. Ach, die hatten gerade das Problem. Was sollen wir machen? Okay. So, Wasser wird produziert. Das ist großartig. Was haben wir denn noch? Ressourcen. Schrottplatz. Mhm. Ein Schrottplatz sammelt Schrott aus Ruinen in seiner unmittelbaren Umgebung. Na gut, hier liegt ja genug Schrott rum, ne? Würde ich sagen. Reichlich. Försterhütte brauchen wir Holz für. Recycler. Brennt Metall, Stoff, Plastik oder Elektronik langsam und mit geringer Effizienz von. Trennt vom Schrott. Okay, aber das ist wieder so eine Sache, die ist echt schon wichtig, glaube ich. Ne? Heilpraxis auch gar nicht mal so verkehrt. Schneiderei, Werkstatt, oh Gottes Willen, Raffinerie, Köhlerei, Unterkünfte. Oh Gott, wir brauchen da Hütten und Häuser und so ein Krams. Aber da lassen wir uns mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Eine Kneipe. Ach du Himmel, Wetterstation. Ich glaube, ist auch nicht verkehrt, eine Wetterstation, ne? Oh, da sind Tiere. Ich glaube es ja nicht. Mitten, also hier. Was sind denn das für Tiere? Das sind doch alles noch... Die sehen doch noch vernünftig aus, ne? Also keine zwei Köpfe und so oder sechs Beine. Aber alles noch gut, ne? Finde ich auch so. Das ist... Naja. Kommt sich schon... warte mal, jetzt müssen wir raus. So, was haben wir jetzt hier? 90, warte, ist ja soweit. 100, was haben wir da? Fertig. Logistik.
Schotterstraßen, Lagerhaus, Marktplatz, Straßen entfernen, okay. Elektrizität, Strom. Müssen wir auch noch für Strom? Ach du großer Himmel. Baukosten, steht ja mal wunderbar schon, was wir da für Materialien brauchen. Aufträge. Ach, Aufträge gibt es auch noch. Holz abbauen. Befehle. Ach so, das ist die Arbeit, was sie machen sollen. Ah, sehr cool. Sollen wir mal kurz auf Pause, ja? So. Damit wir in aller Ruhe, ne? Dass wir uns nicht hier irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von den nebenbei noch einen schönen Tasse Kaffee haben, ne? Kennen wir ja. So, hey Chef, die Wasserversorgung wurde wie geplant fertiggestellt. Soweit läuft alles rund und wir haben bereits ein bisschen Wasser abgeschöpft. Super, habt ihr doch ganz toll gemacht. Kriegen wir doch mal 300 Wasser obendrauf. Gute Arbeit. So, jetzt sollen wir was machen? Anbaufeld errichten. Gebäude der Kategorie Nahrung gebaut. Nur von zwei. Aha. Okay, pass mal auf, was haben wir jetzt hier? Nahrung wird Anbaufeld. Wir brauchen ein Anbaufeld. Eins? Oh Gott, das ist aber mickrig. Wie groß muss denn das sein? Ein Feld liefert Nahrung aus dem Anbau von Feldfrüchten. Ein Feld kann ohne Baukosten angelegt werden, benötigt aber Zeit für den Anbau der Früchte. Okay. Wird im Bewässerungslevel des Bodens beeinflusst. Alles klar. Wie groß muss denn das sein? 0 von 0. Alles klar. Platzieren. Wie würdest du denn platzieren? Ach du Himmel. Ja, nee, warte mal. Das müssen wir mal gucken. Wo soll man das denn hinbauen? Das soll ja auch nicht so extrem. Ich meine, hier unten ist mir schlecht, ne? Alter, Freund, das ist hier viel Kram. So, ich glaube mal irgendwie. Ist auch nicht so weit weg, ne? Vielleicht bauen wir das hier oben hin. Das ist zu klein. Das, ich glaube mal so 10x10 ist nicht doof, ne? Oder? 10x10 Feld? Wir machen das mal 10x10. Ich kann mal sagen, ne? So, 10x10 haben wir. Jetzt brauchen wir Gebäude der Kategorie Nahrung gebaut. Eins. Okay, was haben wir denn noch hier? Eine Fischerhütte. Eine Sammlerhütte. Haben wir da was zu sammeln? Was ist denn das hier? Gibt es hier was zu sammeln? Also richtig was zu sehen kann man irgendwie nicht, ne? Oh, hier, cool. Da sind ja noch Häuser. Ach du Himmel. Mann, Mann, Mann. So, pass mal auf. Ist ja noch auf Pause, ne? Noch passiert ja nichts. Wir brauchen noch irgendwie Jagdhütte, wäre nicht schlecht, ne? Hier ist noch jedem. Was zu essen ist hier auf jeden Fall. Ich hoffe, hier rennt noch mehr rum. So. Die Frage ist, wo wir das hinbauen. Was ist denn eine Jagdhütte? Was brauchen wir? Da haben wir auch noch Krams für, ne? Da haben wir auch noch Krams für. Was ist eine Plantage? Könnten wir noch machen? Eine Fischerhütte. Ich glaube, eine Fischerhütte ist nicht doof, ne? Nur ist die Frage, ist in dem Tümpel, sind da Fische drin oder ist das hier alles für die Wurst? Das weiß man ja immer nicht, ne? Kann nur am Wasser platziert werden. Wir bauen mal eine Fischerhütte. Ich glaube, das ist nicht das Schlechteste, ne? Ich glaube, es ist nicht das Schlechteste. Das würde auch super hier neben dem Steg noch passen. Ah, das ist doof, ne? Wie ist das denn hier unten? Da passt es auch noch hin. Wir bauen das einfach. Wir bauen hier mal eine Fischerhütte hin. Ist, glaube ich, nicht doof. Ich glaube, nicht ganz verkehrt. So, dann haben wir auf jeden Fall zwei Gebäude gebaut. Saatgut von Feld festlegen. Ach du großer Himmel, müssen wir das auch noch. Was haben wir denn hier? Saatgut wählen. Was nehmen wir denn da? Was ist das hier denn? Hanf. Oh ja, genau. Genau. Paprika. Das ist natürlich cool. Das ist das hier. Diese Saat wurde noch nicht gefunden. Achso, du musst die Sachen noch. Einige Sachen musst du noch finden. Alles klar, was haben wir denn hier? Hanf kann auf dem Feld geerntet werden. Im Gegensatz zu anderen Feldsamen ist Hanf keine Nahrungsquelle. Hanf wird in der Kneipe Joints umgewandelt. Alles klar. Gut, dann wissen wir das auch. Auf jeden Fall brauchen wir es zu essen. Wir nehmen mal hier die Paprika. Die Paprika ist, glaube ich, cool. Die nehmen wir. So. Aktuelles Saatgut ist die Paprika. So, das haben wir. Wir haben noch keine Arbeitskräfte, ne? Wir brauchen. Brauchen wir vier? Vier Leute, haben wir denn so viele? Ne, warte mal. Das ist doch gar nicht mehr schlecht. Zwei, drei, vier. Vier Leute. Wir brauchen vier Leute, die hier was machen. Was ist das hier? Produktion aktivieren. Achso, das ist gut. Ist aktiviert. Gut, die machen sich hoffentlich auf die Socken, das zu machen. Ich mache mal hier auf weiter. Ah, siehst du, läuft. Ach du Himmel, hier ist nuklearer Bereich. Es ist schlecht. Hier ist es doof. Haben wir doof gebaut. Wieso ist das denn hier? Ach, das wandert auch noch, oder was?
Sag mir sowas nicht. Das war da vorhin woanders. Na toll, jetzt können wir das nicht bauen. Ach, ist ja großartig. Glaube ich wesentlich nicht. Das mit dem Rein- und Rauszoomen ist noch ein bisschen schwierig. Ein bisschen sehr schwungvoll. So, was haben wir denn noch hier? Zwei Gebäude, die Kategorie Nahrung bauen. Okay, ich weiß nicht, ob das hier beigeht. Sieht aber danach aus. Er macht was. Die Frage ist, was er macht. Was macht er hier, der gute Mann? Junger Erwachsener. Siedlerabzeichen. Dieser Siedler hat noch kein Abzeichen erhalten. Ach so. Holt etwas ab. Ja, Jungs, ihr müsst das Ding auch bauen, ne? Arbeitskräfte. Zwei. Wir haben einen. Wie viele Arbeiter haben wir eigentlich hier? Mal gucken. Wasserträger. Bauer haben wir vier. Fischer haben wir noch gar keinen. Ist klar. Wo steht denn, wie viele Leute wir insgesamt haben? Das wäre mal interessant. Seht, weil ich. Wo steht denn das? Strahlenschutz. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Kinder, fünf Kinder haben wir. Ach, 10 Erwachsene, das sind sie doch. 10 Stück. Freie Arbeitskräfte, 2. Alles klar. 2 freie Arbeitskräfte. Das steht doch hier, ne? 2. Man muss sich erstmal zurechtfinden, erstmal gucken, wie das hier überhaupt funktioniert. So, das Ding wird gebaut, hoffentlich. Wir können mal zwei Handwerker hier ranschicken, die hier was machen. Wäre mal ganz interessant, ne? So. Warte mal, lass mal hier. Bodenfeuchtigkeit. Oh. Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Aber guck mal, das passt ja doch noch. Alles klar. Okay. Da ist ein bisschen sehr trocken da oben. Okay. Gott, da haben wir Glück gehabt, ne? Das wandert tatsächlich, ne? Das bewegt sich, die Strahlungsgeschichte hier. Okay. So. Macht ihr überhaupt was jetzt, Freunde? Ja, ne? Ihr seid unterwegs. Alles klar. So, die sind dabei und bauen das Feld an. Ich glaube, Straßen sind später auch sehr interessant, weil wir damit ja auch Logistik. Schotterstraße, eine einfache Straße, die Siedler schnelleres Vorankommen, ganz genau. Können wir aber, glaube ich, so nicht bauen. Oder dürfen wir das bauen? Ich weiß das gar nicht. Was haben wir denn noch? Ach, man kann noch mehr wählen später. Höchstwahrscheinlich, weil man kann hier irgendwas auswählen. So, Schotterstraßen. Ach, warte mal. Wir können... Oh, ist das nicht zu fassen. Mal eine Schotterstraße anlegen. Das können wir hier oben genauso machen. Einfach mal... Wenn man, das wäre doch gar nicht mal so. Und dann hier runter, ne? So. Keine Ahnung, ob das jetzt was... Ich glaube, wir müssten auch wieder einer bei und das bauen, ne? Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal... Da steht doch nicht, was wir irgendwie was brauchen dafür. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. So wie es aussieht, ne? Gut. Doch, die bauen was. Da wird was gemacht. Jo, die sind dabei. Alles klaro. Aber hier, das muss noch gebaut werden, Freunde. Seht zu. Ne, muss er noch fertig werden. Was haben wir denn hier? Durchschnittliche Gesundheit aller Siedler. Sieht prächtig aus. Was ist hier? Wohlbefinden ist noch ein bisschen im Argen. Ich hoffe mal, dass sich das noch bessert. So, was haben wir hier vorne? Durchschnittliche Verstrahlung aller Siedler. Ist im Moment auf 0, aber ich fürchte fast, das wird bald kommen, weil wir haben ja noch nicht mal... sag schnell, Hütten. Hütten, wo wir uns verstecken können drunter. Oder verstecken ja nicht, aber unterbauen. So, jetzt haben wir einen Fischer. Einen Fischer, der in der Nase bohrt, weil die Hütte noch nicht fertig ist. Kann ich hier irgendwie die Priorität ansetzen? Kann ich hier sagen, ey Leute, das muss fertig. Kann ich das irgendwie machen? Ich weiß das gar nicht. Aufbauen, als nächstes bauen. Setz dieses Gebäude auf hohe Priorität. Ach, höchste Priorität, alles klar. Ja, siehst du wohl. Muss ja erstmal ein bisschen gucken, ja? So, Verstrahlung entfernen. Strahlung entfernen. Ach, die müssen erstmal die Strahlung entfernen. Klaro, die ist weg. Kann man sehen hier, das bewegt sich alles. Alter Freund, das kommt und geht sozusagen. Jetzt machen wir kurz auf Pause. So, warte mal. Da oben. Ist da jemand am Buddeln? Nee, ne?
Ach, das ist der Regen. Der Regen wäscht das weg sozusagen. Sehr cool gemacht. Das finde ich aber echt nicht schlecht. Hallödri, das finde ich ja cool. So, warte mal, Pause. Ach du Himmel. Aufgabe erfüllt. Mit einer funktionierenden Nahrungskette haben wir unsere Bedürfnisse gestillt. Ein paar Rationen werden schon eingelagert. Großartig. Gut gemacht. Heißt gut gemacht. Großartig. Super. So, das nächste. Was ist denn das jetzt hier? Mach das mal kurz weg hier. Alle Ressourcen abbauen, errichten. Forscher, wir eine Försterhütte errichten, Holz produzieren, Schrottplatz errichten, Schrott produzieren. Gottes Willen, wir haben ja echt was vor hier. Das brauchen wir für alles Mögliche, ne? Eine Försterhütte. Was, nee, was war das? Das ist eine Försterhütte, ne? Förster. Wir brauchen einen Förster. Wo ist denn der jetzt hier? Pass mal auf. Wir brauchen noch, was mal, alle Ressourcen abbauen. Aufträge da. Holz abbauen, Schrott abbauen, alle Ressourcen. Alle Ressourcen abbauen. Alle Ressourcen abbauen. Befiehlt Arbeiter, alles Holz und alles Schrott in dem Bereich abzubauen. Kann nur einmal gebaut werden. Alles klar. So, und zwar. Hier oben sieht das doch interessant aus, oder nicht? Ich würde mal sagen. Ja, das machen wir doch glatt mal. What? Nein! Das ist doof. Das will ich da nicht. Abreißen. Nur erstmal. Ist das weg? Ich hoffe, es ist weg. Kann ich das nochmal bauen? Kostet uns das was? Ich hoffe nicht. Pass mal auf, so mal. Hier mitten rein. Mitten rein. Fopp. Da sollt ihr hin, Freunde. Und zwar ganz schnell. Miste. Das fängt ja gut an. Das fängt ja richtig gut an. So, jetzt können wir mal sehen, was haben wir hier? Wir haben 1095 Wasser. 10.000 geht da rein. Okay. Die sind aber noch fleißig am Schippen, ne? Wir haben 650 Lebensmittel von 3000. Wir haben hier 139 Holz. Ein bisschen Schrott ist nicht nur grundlegendes Baumaterial für Gebäude, sondern kann auch zur Herstellung von Werkzeugen und Verarbeitung von speziellen Ressourcen verwendet werden. Gut zu wissen. Werkzeuge sind wichtig, um produktive. Aha, klar. Ohne Werkzeug ist klar. Mit der Hände rumschaufeln ist doof. So. Es regnet immer noch wie Hölle. Mein Gott, ist nicht mal hier. Das ist nur ein Pissen hier, ne? Regnen. Entschuldigung. So. Einer baut hier die Straße oder auch nicht. Was machst du da? Was ist hier los? Sollen wir nicht langsam mal anfangen, ein bisschen eine Hütte zu bauen oder so? Oder? Ich glaube, das ist schlecht mit Hütte bauen, ne? Was haben wir denn hier? Gemeinschaft? Da. Nee, Quatsch. Unterkünfte. Da brauchen wir. Oh, wir brauchen so viel, ne? Ich glaube, das reicht alles nicht, was wir haben. Er wollte aber noch nicht, dass wir keine. Wir sollten noch keine Hütte bauen. So, alle Ressourcen abbrechen ist angelegt. Die sind bei, ne? Nee, es ist keiner bei. Was brauchen wir dafür? Brauchen wir dafür irgendwie Sammler oder sowas? Wassertrichterbrunnen hast du nicht gesehen, Fischer. Hast. Wir haben nicht genug Leute. Wer ist denn hier an? Wer soll denn hier was machen? Arbeitskräfte. Arbeitskräfte. Ach, das sind die einfachen Leute, die nichts zu tun haben. Höchstwahrscheinlich. Soll ich mal hier einen raus? Jetzt haben wir zwei Leute. Ja, zwei Leute sind am Arbeiten. Alles klar. Super. Wissen wir das auch? Am Feld, ich glaube, da reichen auch drei, ne? So, die dürfen anfangen, hier erstmal ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Wie wahnsinnig. Ressourcen, ganz wichtig, ne? Ach du Himmel, jetzt, das geht mal fix jetzt hier, ne? Die Straße wird fix gebaut. Fischer, ist er denn bei am. Da haben wir auch nur einen, ne? Wir haben nur einen Fischer. Das ist, glaube ich, ein bisschen echt mager, ne? Ich muss mal doch mal zwei. Nützt alles nix. Das ist dieses Hin und Her jonglieren, ne? Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir alle Leute irgendwie in Gang halten. 11 Erwachsene haben wir schon. Oh, ist da ein Kindchen. So eine Försterhütte müssen wir bauen. Försterhütte, mein Gott. Los hier nicht ablenken lassen. Ressourcen. Nahrung. Nahrung. Fischer, Fischer, Fischer. Ja, wo ist der Förster? Förster. Da, die Försterhütte. Die Försterhütte. Die Försterhütte kann entweder Bäume fällen, um Holz zu produzieren, oder Bäume pflanzen, um ein bestimmtes Gebiet aufzuforsten, oder beides. Boah, ich würde mal sagen, beides, ne? So, wo hast du. Ach, hier, guck doch mal an hier. Das ist doch herrlich. So, ich hoffe mal, das Grün ist Försterhütte. Die bauen wir mal ganz dezent hier mitten rein. Wupp. So. Försterhütte ist da. Mach das mal. Die wird gebaut. So hoffe ich mal. Schwer.
dass das gemacht wird. Was brauchen wir noch? Holz produzieren, ist klar. Schrottplatz. Schrottplatz ist da. Gesammelt Schrott aus Ruinen in seiner unmittelbaren Umgebung. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch hier sozusagen, ne? Das ist aber kein Schrott. Das ist, was ist denn das jetzt hier? Das leuchtet gar nicht. Doch, das leuchtet doch. Wohl. Wo ist denn, aber hier ist hier mehr? Ich weiß nicht. Ja, das ist Schrott. Da, richtig viel. Wir bauen das Ding mal hier vorne her, dass wir das erstmal nicht so weit weg haben. Wir müssen ja, ich denke mal, so, zack, Schrottplatz. Dass wir das ziemlich dicht beieinander haben. Wir können das Ding ja immer noch wieder umbauen, ne? Glaube ich. Abreißen und dann woanders hinsetzen. So, was haben wir noch? Schrottplatz errichten. Schrott produzieren, alles klar. Gut. Hirsch. Dreh. Okay. Die sehen aber noch echt, die sehen aber echt noch gut aus, ne? Da ist nichts mit los. Coole Sache. So. Jungs, wie weit seid ihr? Ich hoffe, ihr seid alle in Ordnung. Freie Arbeiter 2. Fachkräfte 9. Gut. Ach, die sind schon am Ernten hier oben. Großartig. Macht ihr super. Da kommt Essen rein. Essen ist immer gut. Das wollen wir uns ja nicht nur, ne? Also. So, hau rein, Freunde. Hier oben muss auch das. Ist da denn jemand am Arbeiten? Da sind tatsächlich welche im Gange. Sehr cool. Wenn ich wüsste, wo sie sind. Die verstecken sich gerade. Die machen garantiert blau. Was macht er jetzt hier? Zuversichtlich. Das ist hier klar. Was hat denn der? Zuversicht. Was macht er? Lagert Ressourcen um. Oh. Okay. Ach so. Da wird jetzt mal kurz ein Baum gefällt. Alles klar. Ja gut, das müssen wir haben. Ne? Das nützt alles nichts. So. Holz produzieren 4 von 25. Und Schrott produziert 24 von 25. Alter Freund, ist aber schnell. Das ging aber, ne? Was ist hier los? Warum ist das hier gerade als nächstes bauen? Das ist wichtig. Das muss gebaut werden, Freunde. Kommt in die Hufe. Der Weg ist nicht ganz so schlimm. Ne? Wir brauchen hier, wie gesagt, Holz und sowas. Ne? So, pass mal auf, da brauchen wir noch Arbeiter. Die müssen wir echt umsammeln. Ne? 15 Schrottsammler, alter Freund. So viele Leute haben wir gar nicht. So viel haben wir gar nicht. Ah, es muss doch gehen. So, was haben wir denn hier? Ihr pflanzt euch doch keinen Hanf an, oder? Das ist Paprika. Paprika ist gut. So, haben wir auch gesagt. Ne? Paprika haben wir gesagt. Aber das mit Nahrungsmittel läuft im Moment, ne? Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Wasser ist auch, ja. Ob das so der richtig gute, das gute Wasser ist, weiß ich auch nicht. Aber müssen wir mal schauen. Ah, die Hütten sehen cool aus, ne? Das muss ich mal sagen. Da haben sie sich ja echt, ne? Richtig ins Zeug gelegt, die Dinger hier zu designen. Das muss ich echt mal sagen. Finde ich ja cool, ne? Muss ich echt mal sagen. Gefällt mir total. Finde ich ja mal, ne? Also, hier ist wie so ein kleiner Schwimmingpool, ne? Also, das ist 100%, da ist ein Pool unter. Na, hoffentlich badet hier, ist keiner drin. Oh mein Gott, nicht doch. So, wie sieht's aus? Försterhütte, wird die errichtet? Ist da einer am Machen? Was machst du? Wer ist das hier? Hat der einen Job? Beruf. Hast du einen Beruf? Siedler. Oh, cool. Super. Was ist mit ihm hier? Hast du einen Beruf? Oh, hat er nicht. Inventar. Familie. Claudia. Mit wie heißt er? Kite oder Kelt? Das ist eine Familie. Na cool. Super. So, das Ding muss fertig hier, ne? Wir müssen erstmal so ein bisschen fällen und. Ach, die sind ja auch gerade. Ja, das läuft. Super. Gut, aber ne, wie gesagt, da sind wir schon mal dran an der ganzen Sache hier. Und wie das weitergeht, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, das Ganze, dann gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge, so wisst ihr mal, was auf dem Kanal gerade los ist und wann die nächste Folge kommt. Mann. So, bis zum nächsten Mal und tschüssi, ich bin raus. Bis dann. Tschüss.